Es gibt so viel zu erzählen, was ich erzählen will, aber warum ich jetzt einen Monat lang nicht gab's, weiß ich nicht. Doch, ich weiß schon den Grund, aber darf ich leider Gottes nicht zeigen, sagen. Weil ja, sonst mir was angedroht wird, aber egal. Ja, ich bin wieder da, keine Sorge. Es gab eine lange Diskussion darüber und gut ist. Nein, ich bin noch nicht umgezogen. Es wird jetzt, also dieses Speedrun-Versuch wird dann halt ein bisschen aufgeteilt. So, und ich hoffe mal in 3 Folgen. Ja, was ist geschehen? Was der Geier was? Wie gesagt, sagen darf ich nicht, weil mir ja schon angedroht wird. Und ja. Nein, ich bin nicht umgezogen, noch nicht. Ich hatte eigentlich schon eine Wohnung, aber ja, da war die Miete zu hoch halt, ne? Ja, ich würde sagen, ich war nie weg gewesen. Ich habe schon was aufgenommen halt und ich muss nicht jetzt alles nachkommentieren halt, aber gut ist. Warum jetzt schaffen wir halt ganz einfach dieses 90 Minuten Achievement immer schaffen. Es ist nicht das schnellste Run, was ich habe. Der schnellste Run war irgendwie, glaube ich, 2 Minuten kürzer, aber es war mit weniger Toten gewesen. Eigentlich skippt man das eigentlich diesen Gegner, aber ich möchte 6000 Gold haben, also eher doch 6000 Gold haben. Sonst habe ich immer versucht mit 9000 Gold zu machen, aber ich habe mir dann überlegt, ja, den einen Ability brauchst du ja eigentlich gar nicht, um schneller den Steinhaufen da wegzumachen. Also von daher brauche ich nur 6000 nach hier statt so wie heißt es, nach Spec hier, wie heißt der, Black Knight. Aber gut ist. Diese Skeletten-Dinger sind so die größten Trolle überhaupt, ey. Wenn ich überlege, wie oft bin ich diesmal gestorben? Dreimal oder so? Also das wenigstens gestorbene Reihe war zweimal gewesen, aber da hatte ich beinahe die Bosse immer so besiegt, weißt du? Und dann, nee, das geht ja gar nicht weiter sofort. Es wird auch dann momentan noch ein bisschen anders gehen, ablaufen. Es wird, glaube ich, auch nur ein Video pro Tag geben oder so, aber ich kann ja uploaden, wann ich will und wie viele Minuten es ist. Hauptsache es ist, weiß ich nicht, irgendwie schnell oben ungefähr. Also keine Sorge, ich war nie weg gewesen. Ich habe sogar noch mehr Abonnenten dazu bekommen. Vielleicht sollte ich mal öfters mal weggehen. Einfach mal so. Nein, wie gesagt, es gab so Unmengenschlagerei. Und weiter so fort, und ja, wenn ich überlege, dass Steam da fast 20 Spiele brauchte, um geupdatet zu werden bei mir, und ich war nicht da, scheiße, ne? Aber gut ist, ja, ich hoffe, dass ich irgendwie nächsten Monat oder diesen Monat noch umziehen werde, weil, einfach keine, oh, schade, ich habe das nicht geschafft. Sonst schafft man das eigentlich, da drauf zu kommen, aber da verliere ich jetzt gerade mal eine Sekunde oder so ungefähr, was nicht gut ist. Ich sag ja, dieses Skelett, Soldaten da, Krieger, weiß ich nicht. Solche Trolle. Aber wirklich Trolle. Ja, mal gucken. Jetzt habe ich hier ungefähr noch 1 Stunde 20 Minuten zu labern. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Nur wollte ich eben nur sagen, dass ich nicht nie weg war. Mega Man 9 ist schon aufgenommen. Mega Man 3 habe ich auch schon aufgenommen. Corpse Party wird kommen. Ein Horror, ja, Indie RPG Game für die PSP. Habe ich auch schon ein bisschen was aufgenommen. Ich kenne das nicht so. Was heißt, ich kenne das nicht so. Ich kenne nur den ersten Kapitel halt. Danach wird es bei mir ein bisschen blind werden. Oh, schön. Ach, nicht ganz, aber die zwei Schleime waren ganz gut platziert. Normalerweise kannst du doch auch sogar schaffen, dass wenn drei Schleime richtig positioniert sind, kannst du schneller ja durch. Nicht runter, einfach runterlaufen, einfach rüberspringen. Du hast so ungefähr 1 Sekunde Zeit. Wenn das nicht so alles rumverstreut wäre, würdest du auch noch 1 Sekunde Zeit ja, gut machen eigentlich. Eigentlich brauchst du die nicht zusammen, aber ich will auf Sicherheit gehen, aber halt. Den Checkpoint kann man auch skippen eigentlich. Ich wollte eigentlich nur Game Plus machen, aber gut.
ich weiß nicht, ich fand in New Game Plus kann man dieses Erstichen nicht machen. Oh mein Gott, bist du ein Arsch, ey. Dark Knight. Meine Güte, jetzt habe ich dich. Doch nicht. Danke. Kein guter Fight, muss ich sagen, aber ich bin wenigstens 20 Sekunden schneller jetzt da. Mal gucken. Also mir fehlt nur noch ein Achievement in Schaffenheit, dann habe ich da auch schon 100% daraus. Ich hatte einmal unter 90 Minuten gemacht, aber in New Game Plus, aber das zählt ja nicht. Schade. Ja, man kann diesen ersten Schild halt, wenn das runterfliegt, dieses Traumsequenz, kannst du skippen, aber den nächsten kannst du skippen, kommt ja gar nichts. Aber der nächste, wo du ein Health Up automatisch kriegst, musst du machen sogar. Weiß nicht, wie man es skippen kann. Ich hoffe, ich krieg den Skip hin. So, einmal Relic. Ich habe auch einmal geschafft, ohne Relic zu schaffen, zu kaufen, auch ohne Angel. Es ging Pool Lightning halt ein bisschen. Geht so, aber man muss da halt ein bisschen vorsichtig spielen. Da bin ich auch ein paar Mal gestorben dabei, aber dafür habe ich den Achievement erreicht. Aber gut ist. Ja, schaffe ich jetzt drauf. Wunderbar. Ist auch so ein bisschen RNG. Aber ganz wenig. Eigentlich hätte man hochspringen können, so ein bisschen so ein Mitteljump da halt. So. Hier sammle ich auch noch fast alles ein, aber nicht alles. Und das war's. Das, bei diesem Speedrun-Versuch, also es ist mein erster richtiger Speedrun. Rock Legacy Speedrun, gut, das ist ja fast nichts gewesen, ne? Aber gut ist. Bitte. Gut. Sonst würde ich hier gerade 2-3 Sekunden verlieren noch extra. Aber das wäre so gesehen nicht schlimm. Den Haufen da mitnehmen. Weil viele, die 150 sind immer viel. Hätte ich auch vielleicht anders machen können, aber man merkt das halt, dass es ein bisschen nachkommentiert ist. Ich glaube, das habe ich schon letzten Monat schon aufgenommen halt. Man durfte ja nach drei Wochen eigentlich das Ende spoilern. Die wollten ja erst nicht so, spoilern lassen hier wegen das Ende. Und da haben sie erstmal das Schwere gemacht und da haben sie ja einige YouTuber nicht dran gehalten. Ich hoffe, die haben irgendwie eine, weiß ich nicht, die Treffer bekommen halt weiter sofort und gut ist, weil wenn die sagen, hier nicht spoilern für erst ein paar Wochen oder Monat, dann ist es ja so auch so gesehen. Aber gut ist, jetzt darf man jetzt spoilern, es ist in Ordnung, deswegen ist es in Ordnung. Ich halte mich ja wenigstens an die Regeln. Wenn die sagen in Steam halt, dass sie das machen. Man kann jetzt Checkpoints hier zerstören. Werde ich ein paar Mal machen, aber nicht überall. Den kann man wunderbar skimpen. Ich dachte auch zuerst, ich muss den erst besiegen. Hätte ich weitergehen sollen. Gut, den 10er habe ich mitgenommen. So, zwei Räume und nächste Checkpoint so ungefähr, ne? Gehen wir runter, danke sehr. Ganz weg. Bisschen. Ich traue mich nicht, letzte Fort darüber zu springen. Da würde ich, glaube ich, noch mal eine Sekunde oder zwei Sekunden Zeit sparen. Den Feuerball hole ich mir nicht. Bringt mir nicht viel. Brauche nur Facelock, wenn er gut ist. So, den Magier umbringen. Schnell weiter. Schön eingesammelt. Spart mir ziemlich viel Zeit eigentlich. So, kriege ich das hin, ohne einen Schaden durchzukommen? Natürlich nicht. Man kann die Feuerkugel da überspringen und weiter sofort, aber gut, das habe ich sie hinbekommen. Schlecht ist schlecht. So ungefähr, aber gut ist. Ich hoffe, dass ich den Tech-Skip machen kann bei diesen Gegner. King Knight. Ja, das war ein bisschen doof eingesammelt bei mir gerade. Aber egal. Ja, sonst, wie gesagt, Mega Man 3 habe ich schon aufgenommen. Corpse Party. Bei Mega Man 3 werde ich so machen, dass ich Buster Only mache mit Perfect Plants.
Das heißt, Shadow Man, Nene Man Stage und Hardman Stage werden keine Perfect Runs geben, glaube ich. Dann bin ich ein bisschen so doof dafür. Auf jeden Fall gegen Shadow Man bin ich ein bisschen so doof dafür. Aber man kann ihn in Pattern reinloggen, das ist nicht so das Problem. Er kann Pattern, ich weiß, aber random halt. Ja, nicht bekommen, schade. Weil je mehr ich habe, desto besser ist es eigentlich. So, schnell durch. Checkpoint zerstören. Bringt sehr viel. Die 40 mit einsammeln. Und jetzt gleich die Angel benutzen. Deswegen habe ich mir auch das Relic geholt. Bitte, bitte komm. Nice. Ja, danke sehr. Durch diesen Relic bin ich 10 Sekunden lang unverwundbar. Das brauche ich gleich gegen Spectre Knight für eine Stelle halt. Weil daneben besonders so ein komischen Käfer ist und ja, der Käfer zerstört immer meine Träume so ungefähr. Aber gut ist. Ja, mit diesem Run habe ich nur 7 Health gemacht, anstatt mit 8. 8 mache ich wirklich nur aufs Safety Saved und so weiter sofort, aber es gut ist. Nein, warum jetzt Feuerwehr und Notruf? Gut. Kann ich jetzt skippen? Wunderbar, skippt. Gut. Ich warte jetzt ungefähr 3 Sekunden an Zeit. Ja. Bleib mal stehen, bitte. Mr. King Knight. Danke sehr. Ein guter Fight eigentlich. Ziemlich, ziemlich guter Fight. Wenn man jetzt nach King Knight 9000 hat, ist das ziemlich gut eigentlich. So, skippen. Das schnell auskramen. Also nochmal 150. Auch bitte jetzt dieses Anji. Na, geht eigentlich. Das gute Anji hättest genau ein Dorf bekommen, aber geil. Weil ich muss ja gleich noch Magie kaufen, deswegen. So, an den Tranken da vorbei. Die können dich auch richtig, richtig trollen. Aber was für jetzt? Ah, ich sterbe. Ist ja doof, wenn ich jetzt sterben würde. Deswegen sage ich ja, die Skelettritter träumen ganz gerne mal. So, jetzt Magie kaufen. Man kann es sogar schaffen mit 70 Magie. Man kann es sogar mit weniger Magie schaffen, um richtig Zeit zu sparen. Aber wenn ich überlege, ich brauche diese eine Fähigkeit und ungefähr 70, 80 Magie. Pro Einheit. Ich glaube schon, dass es so für mich am besten ist eigentlich. Und Health muss ich auch noch holen. Von daher ist es in Ordnung alles. Ah, dieses Stage, ey. Dieses Stage macht übelst viel Spaß. Ich habe, wo ich das erste Mal durchgespielt habe oder erstmal an dieses Stage war, habe ich mich total Ruf, ja, weiß ich nicht. Eigentlich mag ich solche Spiele. Ach, Bad Frog, Bad Frog. Richtig bad. Aber egal. Erstmal das machen, dann den Dings. Gegen den Geist. Wenn du andersrum machst, ja, hast du ein bisschen ein Problem mit den Geistern. Wunderbar, das klappt wie am Schnürchen sowas. So spart man auch Zeit. Ich gehe einfach jetzt nach oben. Bisschen Geld sammeln. Weil ich möchte nach Black Knight nicht mehr in der Stadt rein. Von daher ist es in Ordnung, wenn ich hier ein bisschen Geld sammle. Klar, kostet jetzt gerade mal 20, 30 Sekunden, aber gut ist. So, hallo, Mr. großes Skelett. Laternenmann. Posketten. Ach, schon. Ey, ist egal. Ich muss eh einmal warten, also von daher ist es in Ordnung. So, einmal rüber. Rüberspringen. Rüberspringen, nicht die Früchte wecken. Einmal rüber. Kurz halten. Gut, wunderbar.
Weil irgendwann kennt man das auswendig, wenn man lange Zeit spielt. Wie lange habe ich das gebraucht? Das erste Mal war halt, weiß ich nicht, da hatte ich glaube ich 1,27 gebraucht oder so. Und nach einer Zeit lang kennst du eigentlich die Stelle, wo du gerade so bist. Natürlich, wenn man so ein bisschen greedy ist, halt wie ich, ne? Schafft man nicht. Der Spike da oben, das ist so ein bisschen nervig. Ah, Mann, du scheiß Frosch. Es ist, ja, wunderbar. Das ist wunderbar gelaufen. Genau hier benutze ich jetzt dieses blaue Relikt da. Man sieht da, aber der zweite Sprung ist so ein bisschen fies. Das wäre so ein Reset-Grund gewesen. Also für mich wäre es ein Reset-Grund. Der einzige Reset-Grund wäre, wenn ich jetzt einmal, Clock Tower habe ich einmal gestorben und noch einmal bei Dings. Wie heißt es? Gegen Propeller Knight, genau. Da bin ich einmal gestorben. Aber der Tod war richtig mies gewesen bei Propeller Knight, also von daher, großer Spoiler. Aber gut ist. So, da haben wir den Facelock. Richtig gute Fähigkeit für Speedrun, wie ich finde. Man kann das auch skippen eigentlich halt, aber hasse ich frisch. Kann ich das jetzt wenigstens. Na. Ne, komm, das kann man vergessen eigentlich. Da kann man Leben wiederholen. Normalerweise springst du runter, drehst in den Skelettritter, kannst du sofort da hoch eigentlich. Aber irgendwie habe ich das nicht hinbekommen. Ich krieg das schon hin, ne? Aber irgendwie habe ich diesmal nicht hinbekommen. Aber es ist ja so ein bisschen Panik, wie die Speed da halt, ne? Man ist halt so ein bisschen gierig danach. Die 20 sammle ich noch ein, oder die 40, besser gesagt. Wunderbar. Und jetzt wunderbar, Facelong, einfach ein Gegner vorbei. Gut ist. Hier immer nur Game Plus, habe ich auch schon durchgespielt. Hier wäre kein, Dings. Ja, oh, nee. Was soll ich sagen? Es ist zwar, ja, das war der Run, wo die Frische, ich hatte mal so einen Run gehabt, wo beide Frische hinterher kamen hierher. Das war nervig. So, mal gucken. Es geht da weg. Ich weiß, es gibt Leute, die haben sogar das ohne eine Stunde gespielt. Alles. Aber ich bin nicht so der große Speedrunner. Ich gucke ganz gerne Speedruns an. Keine Frage. Aber trotzdem. Das nehme ich noch mit. Ich weiß nicht, wie man hier den Tick skippen kann oder weiter sofort oder generell skippen kann. Außer schnell wegdrücken irgendwie. Der Kampfhang kann ziemlich gut werden und auch mal ziemlich schlecht. Das war jetzt gerade ein bisschen schlecht. Oh, ey. Ah. Ja, das ist schlecht Pattern. Das ist wirklich schlechter Pattern. Was heißt das schlechter Pattern? Es ist eigentlich ein guter Pattern eigentlich für ihn, aber ich möchte ihn nicht so eben drauf rumstampfen. Einfach halt, einfach nur schnell. So fertig machen mit der Schaufel. Es geht so schneller anstatt mit ihnen, also diesen Schaufel nach unten Sprung da halt wesentlich schneller. So, das kann ich hier jetzt nicht skippen. Das ist schade, aber man kriegt jetzt ein Health ab und ja, dann gibt es halt diese Reisende. Die ein bisschen RNG heavy sind halt. Ja, gut, man kann ja auf Black Knight machen und dann vielleicht dieses Unterwasserlevel da machen, aber Unterwasserlevel ist für mich immer so ein Reset-Grund. Aber wirklich ein Reset-Grund. Besonders beim Fisch, weil ich da immer ganz gerne den kurz vorher den Speicherpunkt da wegmache. Bei nur Game Plus, da gibt es ja keinen Speicherpunkt, erst nach dem Fisch halt. Aber es ist nicht so schlimm eigentlich halt. Ah,
dachte, ich hätte beide erwischt. Aber man kann so springen, dass du beides aufmachen kannst sofort. Das habe ich nicht hingekriegt. Was heißt, beide sofort aufmachen? Einfach mal den einen so positionieren, dass du den Stein und die Kiste aufmachen kannst, so halt, ne? Natürlich, ja, das ist clear, wunderbar. Jetzt mal ein bisschen Health abholen. Musiknoten eingesammelt halt und kriegt man auch jetzt ein bisschen Geld dafür. Sollte eigentlich reichen. Ja, 3, 7 Health ist locker machbar eigentlich. Locker machbar, was heißt locker machbar? Ist es eigentlich machbar, aber man muss. Was? Ja. Kein Problem. Entweder hatten sie Wolwig Eistee Ja. oder Apfel oder Ja, rote ist nicht so Früchte. schlimm, Hauptsache. Oder das ganz normale Wolwig. Ja. Dann noch kleine Flaschen Zitrone. Ja. Und da habe ich ein paar Apfel und Eistee Ja, geholt. ist Tut mir nicht. leid. Ja, ist nicht schlimm. Oh, Black Knight. Das kann ziemlich böse enden, aber richtig böse enden, aber auch, ist nicht gut. Hätte ich noch die andere Fähigkeit, wo nur plus halt, aber gut ist. So, jetzt brauche ich nur noch 6000. Ich kann so schlecht Zahlen, also eigentlich kann ich ganz gut Zahlen merken, aber irgendwie. Ja, das ist wunderbar gemacht jetzt. Wenn ich jetzt aber, muss jetzt ungefähr 2000 noch sammeln an Gold. Oh mein Gott, ist das schlecht, ey. Eigentlich hätte ich es skippen können, aber gut ist. Man sieht die Fehler immer gleich danach, aber ist gut. Ist gut. Weiß mal, wie schlecht ich spiele. Die Zeit da unten ist eher Realtime-Zeit, nicht Ingame-Zeit. Das Spiel wird nach Ingame-Zeit aktiviert, so halt nach dem Achievement. Da hatte ich mal einen 32, hatte trotzdem den Achievement gehabt. Aber es ist wirklich der schnellste Run gewesen halt, bis jetzt. Wenn ich nur schaffe mal einen Run. Ich habe auch geschafft, einen Run ohne zu Tode zu machen, aber da muss man vorher. Wenn du stirbst, dann musst du das ganze Level wieder von vorne machen. Also es geht raus aus dem Level und dann wirst du ja zum letzten Speicherpunkt wieder zurückgebracht. Das ist Ingame-Time. Also von Räumen her. Ich stelle. Jetzt ist das gefährlich, jetzt wo ich was gemacht habe. So, das ist gut. Warten, 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 bis du vorgekommen. Wunderbar. Und jetzt schnell durch. Gut, wunderbar. Man muss ja nicht das machen, wie ich es gerade gemacht habe, aber so ist es am besten. Kopf jetzt im Großen? Na, natürlich nicht. Oh. Das ist ein Gegner in New Game Plus, ey. Eigentlich ist es ziemlich einfach, aber trotzdem. Ja. Die machen auch mehr Schaden in New Game Plus, anstatt jetzt in no Normal Game. Geh mal weg hier. Also, wie gesagt, nach Black Knight wird das die erste Skip geben. Wunderbar. Eigentlich hätte ich lieber ihn auf der anderen Seite besiegen können, müssen eigentlich, um schon ein bisschen mehr Zeit zu sparen, aber gut ist. So, oben ist Health ab. Also ein bisschen. Vielleicht kriege ich nochmal so ein bisschen Health ab. Ja, Safety Straits, ne? Oh, ich hasse den Typen, ey. Der ist ja nicht schlimm eigentlich. So, jetzt wird's schlimm. Ja, gut. Gut, gut, gut. Ich weiß, dass Facelock ein bisschen Zeit kostet, aber es ist besser als gar nichts. Ja, natürlich nichts Großes getroppt da an Magie. Aber ist nicht so schlimm. Da kriegt er noch ein bisschen Magie wieder zurück von kurz vor Black Knight. Das ist in Ordnung. Hieß ja Black Knight ja eigentlich schon. So, einmal kurz warten, bis die dicke Dame darunter springt. Wunderbar, wieder zurück auf 70.
Ja, man hat jetzt 6000 Gold, das ist in Ordnung. Ja, schnell durch. Die springen dir, die machen diesen Sturzangriff, wenn sie genau über dir sind. Ach, wunderbar, große Energie. Hätte ich nicht gebrauchen können, aber gut ist. Da unten ist ein Help-Up. Den sammle ich nicht ein. Weil ich glaube, ich kriege einen guten Pattern gegen Black Knight. Aber der ist random. Der ist total random. Also der kann ziemlich nervig werden noch im Kampf. Beziehungsweise in diesem Rematch-Fight. So gut ist. So, weg. Oh. Was ist das, ey? Wenn der jetzt gleich seine Superattacke da macht, da 3-4 Mal, wenn da jetzt oben macht, hier gleich hochspringt. Oh mein Gott, ey. Nee, macht er jetzt nicht, oder wie? Sonst macht er das immer. Ja, jetzt. Das ist gut. Wenn sie ihn so kriegen tust, dann ist es wirklich ein guter Fight. Und nach 26 Minuten hier fertig zu sein, ist gut. Sonst war ich immer nach 27, 28 Minuten hier fertig gewesen. Aber es ist auch das ist ein ganzer Skip hier, was ich mache. Und ich habe vorher nicht nachgeguckt oder sowas in der Art. Es ist alles jetzt kommt ein bisschen selbst rausgefunden, weiter sofort. Ach, bist du gut? Bist du gut? Ja, bist du gut. Gut. Kann ich kurz in die Stadt gehen. Jetzt mit dem Kämpfer, warum ich mir jetzt das hole für 6000. Doch noch so viel 3000 geholt, aber also, war jetzt aus Versehen. Für den 6000er ist es so gut, dass man gegen diesen Clock Tower Menschen da die erste Form da fast mon hinten kann. Bei Nuke Plus kannst du ihn sogar in Rematch vielleicht sogar mon hinten mit der Bombe. Das habe ich auch schon hinbekommen. Aber da wäre ich so. Weiß nicht, da bin ich immer so tief ausgerastet. Ah, was bad. Hier werde ich jetzt keine Checkpoints mehr zerstören. Ja, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Ich weiß, es gibt noch einen besseren Timer mit den. Ich habe hier dieses V-Speed da jetzt genommen. Es gibt ja bessere Zeiten, also so ein Timer, wo du einzeln eingeben kannst und dann immer persönlich Bestzeit und so weiter eingeben kannst. Kann ich auch machen, aber wollte ich nicht unbedingt. So, den kann ich skippen. Facelock, gut ist. Keine Lust, den zu stören. Beziehungsweise man hat keine Zeit dafür. Ich muss sagen, wenn ich jetzt schaffe, ich habe jetzt schaffen mal, glaube ich, 2 Wochen lang nicht mehr gespielt. Wie ich jetzt wieder angefangen habe, Mega Man zu spielen, merkt schon den Sprungunterschied halt, ne? So, den kann ich nicht skippen. Ja, komm, Sprung rein. Gut, wunderbar. Ich habe sogar noch Magie wieder zurückbekommen. Schnell beeilen. Ja, kann man eigentlich skippen, aber habe ich keine Lust dazu, weil es ein bisschen Zeit kostet. Gut, der Treffer war in Kauf genommen. So, hier habe ich ganz oft mal resettet. Auch ein Reset-Grund eigentlich gewesen hier gleich. Weil ich jetzt gerade einen Schaden genommen habe, kann ich die jetzt nicht schneller besiegen. Aber es ist nicht so schlimm. Dauert immer so ein bisschen Zeit, bis das wieder runterkommt. So, kriege ich das hier jetzt gut hin. Das ist die eine fiese Stelle. Komme ich drauf? Nein, komme ich nicht drauf. Schade. Weil kostet jetzt ungefähr 5 Sekunden Zeit. Nur normalerweise kannst du es sogar drauf schaffen und dann weiter rüber springen, aber habe ich nicht geschafft. Keine Ahnung warum. Ich glaube alle. Davon 2 von 3 Mal oder so ungefähr. Das war bestimmt das Mal, wo es nicht klappen wollte.
aber wollen wir skippen. Hier kann man diese Fähigkeit bekommen, diese Moor-Fähigkeiten. Wenn man weiter nach links gegangen wäre, durch den Geheimgang. Brauche ich aber nicht. Das hätte ich mir das auch noch geholt, aber habe ich mir überlegt, nee, brauchst du nicht, das kostet mir jetzt ein bisschen zu viel Zeit. Man kann skippen. Man kann durch die Vögel darüber kommen. Aber die Vögel müssen extrem gut liegen, aber naja, jetzt zum Beispiel wäre es eine gute Möglichkeit gewesen eigentlich dafür. Ja, sonst bist du tot eigentlich. Ich hoffe, dass ich ihn ganz schnell fertig kriege. Den Roundmaul Knight. Das sieht schon gut aus. So, vielleicht wurde von links. Ach, egal. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Gut. Da, ja, gut. Ach Gott. Jetzt kann ich ihn nicht angreifen, das ist das Problem, solange er sowas macht. So, wunderbar. Wunderbar. Aber war ziemlich gut. Ja doch. Der nächste kann ich nicht skippen. Ich wollte kein Geld mehr, warum habe ich das gemacht? Keine Ahnung. Ja, wunderbar. Nice RNG jetzt.